Die Studierenden präsentierten die Kunstwerke, die sie im vergangenen Jahr produziert hatten. In den Fluren, Treppenhäusern und Ateliers drängten sich Studierende, Lehrende und Besucherinnen und Besucher. Die Stimmung war heiter. Am Eingang zählte jemand die Eintretenden, aber ansonsten gab es keine Zeichen der Kontrolle. Nichts deutete darauf hin, dass vor 50 Jahren hier einer der großen Konflikte in der Geschichte der europäischen Bildungspolitik ausgetragen wurde. Ein Machtkampf zwischen der autonomen Kunst und der Politik, der in der fristlosen Kündigung von Beuys durch das Ministerium kulminierte und zu weltweiten Protesten führte. Beuys Edition »Demokratie ist lustig« bringt diesen Konflikt auf den Punkt. Sie erschien zuerst als limitierte Edition und später als unlimitierte Postkarte der Edition Steg. Das Kunstwerk beruht auf einer schwarz-weißen Zeitungsfotografie. Sie zeigt den Künstler mit Hut, in einem offenen Armeemantel, eine Tasche in der Hand, wie er, zusammen mit einigen jungen Männern, im Flur der Akademie zwischen zwei Reihen von Polizisten gegen die Kamera schreitet. Der Blick ist zu Boden gerichtet, er lächelt. Quer über das Breitformat des Bildes steht in Beuys Handschrift: »Demokratie ist lustig«. Was war geschehen? Zum Glück gibt es eine Chronik, welche die Ereignisse an der Akademie auf über 1000 Seiten bis ins kleinste Detail wiedergibt. Johannes Stüttgens monumentaler Band »Der ganze Riemen«. Stüttgen ist keineswegs neutral, im Gegenteil, er war selbst ein leidenschaftlicher Kämpfer für Beuys und die Freiheit der Studierenden. Als Student, später Assistent und Mitarbeiter, war er von 1968 bis zu dessen Tod die rechte Hand von Beuys. Interna des Hochschullebens sind für Außenstehende meistens staubtrocken. Nicht so bei Stüttgen. Der ganze Riemen könnte getrost als Grundlage für eine Verfilmung des Melodramas »Der Hochschulreform um 1968« dienen. Beuys war 1961 zum Professor für Monumentalbildhauerei an der Kunstakademie Düsseldorf ernannt worden. Sein Unterricht, der den Studierenden viel Raum für die eigene Suche ließ und zugleich von seiner Autorität als Lehrer, seiner Anwesenheit im Atelier und den strengen Kritiken vor der ganzen Klasse geprägt war, zog ab den mittleren 1960er Jahren einige der größten künstlerischen Talente der Bundesrepublik an. Beuys überließ die Wahl der künstlerischen Medien den Schülern. Er hob die Grenzen zwischen freier Kunst und Studierenden für das künstlerische Lehramt auf. Und er verband den praktischen nahtlos mit dem theoretischen und historischen Unterricht. Viele seiner Schüler sind später selbst Lehrer geworden und manche gehören zum Who's Who der westdeutschen Kunstwelt, darunter Peter Angermann, Lothar Baumgarten, Walter Dahn, Felix Dröse, Immi Giese, Anatol Herzfeld, Jörg Immendorf, Anselm Kiefer, Immi Knöbel, Inge Mahn, Ulrich Meister, Meuser, Blinky Palermo, Norbert Tadeusz, Ulrike Rosenbach, Rainer Rothenbeck, Katharina Sieverding.